Sabine Ritter, Landesverband Hamburg. Und ich habe mein Kärtchen vergessen. Und ich hätte gerne den Rollstuhl aus meiner Wade raus. Danke. Liebe Genossinnen, liebe Genossen. Was war denn da los beim Parteitag der Linken? Da spricht eine linken Politikerin und sie sagt, ich habe mein Kärtchen vergessen und ich hätte gern den Rollstuhl aus meiner Wade raus. Können wir nachvollziehen, völlig klar. Und dann schreit ein schwarzer Rollstuhlfahrer, der körperbehindert ist, aber auch sprachbehindert, fass mich nicht an, als eine andere linken Politikerin ihn aus der Wade der Dame rausziehen wollte. Wer ist dieser Mann? Dieser Mann heißt, ich muss es ablesen, ich kenne mir solche Namen immer nicht merken, der heißt Bernhard, hätte ich mir noch merken können, aber jetzt kommt's, Osei Bonsu. Und er hat unironisch kandidiert für den Parteivorstand der Linken. Ich habe mir den Bernhard Osei Bonsu mal ein bisschen näher angeschaut und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Auf der Netzseite der Linken ist so eine Art Bewerbungsschreiben vom Bernhard zu lesen. Ich bin Bernhard aus dem Landesverband Niedersachsen. Ich bin 38 Jahre alt, habe keinen Doktortitel. Große Überraschung für uns alle. Ich bin ein Humanist und bin seit 2 Monaten wieder Parteimitglied. Kämpfe dafür, dass das Erfurter Parteiprogramm, keine Ahnung, unverändert bleibt. Ich bewerbe mich für den Parteivorstand. Ich kämpfe dafür, dass die Partei konfliktfreudiger wird, bin ein rebellischer Geist und möchte gerne zusammen mit Sören Pellmann aus dem Parteivorstand dafür wirken, dass die Partei wieder wie früher einen Klassenstandpunkt gegen das kapitalistische System einnimmt. Ja, also er sagt schon von sich selbst, er sei konfliktfreudig, er schrieb konfliktfreudig, ist ja egal, und rebellisch. Ja, das haben wir eben schon gesehen, aber es gibt da auch noch eine ältere Geschichte und die ist aus dem Jahr 2017, das war so die Hochzeit der sogenannten MeToo-Bewegung. Ich sehe das, weil hier bei dem Tweet, um den es jetzt gleich gehen wird, noch der Hashtag MeToo zu lesen ist. Haben wir Gott sei Dank auch hinter uns. Also, eine Sarah Rambatz schreibt, Sexismus unter den Studierenden der Universität Hamburg. Zitat von Bernhard, ich wünsche dir noch mehr Nazis, die dich vergewaltigen wollen. Ich hole noch mehr Nazis. Ja, das ist der Bernhard, der möchte in den Parteivorstand der Linken. Und er traf auch neulich auf Bijan Tavassoli, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber es ist ja, ich glaube, das ist so eine Art Satiriker oder so, der linken Partei ständig, wie man so langweilig sagt, den Spiegel vorhält und da hören wir doch auch mal rein. Du Rassist! Was sagst du gerade? Du hast mich gerade mehrfach beleidigt. Könnt ihr mal die Polizei rufen? Ja, er hat mich gerade mehrfach beleidigt und ist in der Vergangenheit schon körperlich auch übergriffig geworden. Könnt ihr mal die Polizei rufen? Und ist gerade auf mich rangerollt. Könnt ihr mal die Polizei rufen? Tja, da hat der Bijan sehr cool reagiert. Der große amerikanische Filmregisseur Billy Wilder mit österreichischen, glaube ich, und zumindest deutschsprachigen Wurzeln hat mal gesagt, als er gefragt wurde, wie er so seine Filme angeht, beginne mit einer Explosion und steigere dich dann langsam. Explosion hatten wir tatsächlich am Anfang. Ey, fass mich nicht an! Aber nun kommt der Höhepunkt. Es kommt die Rede von Bernhard. Dass wir Anwälte haben,
Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Auf X fragte ein Siegwark, kann die moderne Linke die Arbeiterklasse zurückerobern? Und dann wurden folgende Fotos eingeblendet. Tja, die Linke, meine Lieben, die Linke ist tot. Nicht schade drum. Deren Politik ist ja auch nicht aus der Welt. Die ist jetzt bei der BSW gelandet oder bei dem BSW. Natürlich längst nicht ganz so schlimm wie die Linke, aber mir reicht's auch schon. Im Übrigen noch eine schlechte Nachricht. Tagesschau hat auch über den Parteitag der Linken berichtet. Natürlich, ich würde mal sagen, positiv. Und die Zeile lautet Neuanfang mit Silberlocken. Was ist damit gemeint? Nun ja, wir haben ja in Deutschland ein, wie ich finde, unsägliches System. Meint, wenn du bei der Bundestagswahl an der 5%-Hürde scheiterst, kannst du über sogenannte Direktmandate doch noch eine ganze Fraktion stellen. Ist ja auch gerade geschehen. So, und da haben sich drei ältere Männer gemeldet, nämlich einmal Gregor Gysi, inzwischen 76 Jahre alt, Bodo Ramelow, 68 Jahre alt, Entschuldigung, und Dietmar Bartsch, 66 Jahre alt. Die drei wollen nun auch nochmal antreten, in der Hoffnung, Direktmandate zu bekommen und dann über diesen Weg die Linke doch noch in den Bundestag zu hieven. Ich hoffe, dass so ein mieser Taschenspielertrick diesmal nicht klappen wird, aber sicher bin ich mir nicht. Haut rein, macht weiter und bis später.